So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir sind mit dem ersten Gebiet so ziemlich fertig gewesen. Ich habe zumindest jetzt nicht so direkt Spannendes gesehen. Larry Parker. Wobei, könnte ich mal dorthin schauen noch. Oder? Missionsziel. Hier spricht Virgil Minkler. Alle, die eine Zuflucht suchen können, zum Gefängnis von Hope County kommen. Wir haben hier Betten und Proviant. Okay, schauen wir mal dahin. Da brauchen wir als erstes ein Fahrzeug. Ja, der Rest, da kümmern wir uns gleich noch drum. So, das heißt jetzt erstmal ein ganzes Stück fahren. Ach, haben wir eigentlich uns einen Helfer ausgewählt? Boom, boom. Auf dem Weg. Noch über 3 Kilometer. Wow. Gute oder böse? Aber das waren auch wieder gute. Mal lieber nach vorne schauen. Oh. Was gibt's denn hier? Warum hast du einen Missionsdingsbums über dem Kopf? Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Ein Film? Ich sah, wie eine Krawattenfresse Leuten bei der alten Radonmine Befehle zubellt. Radonmine. Okay, Oh Gott, wo ist denn das? Das ist hier noch weiter weg. Hier spricht Virgil Minkler. Oh Gott, dann lassen wir das erstmal. Fahren wir lieber weiter zum Gefängnis. Hoffentlich fährst du besser als zu schießen. Das war ein Hit. Ich arbeite dran. Ah, Mädel, du bist ja da. Was gibt's denn hier? Du hast auch ein Zeichen über dem Kopf. Wer ist da? Hey, eine Wissenschaftlerin arbeitet für Eli an der Lösung des Judge-Problems. Ich habe länger nichts mehr von ihr gehört. Ja. Vielleicht sollten wir mal nach ihr sehen. Okay, wo ist das denn? Sägewerk. Okay. Auch nicht so von Interesse. Wenn du einen kaputten Vergaser nicht mit Panzer kriegen kannst. Dann fahren wir weiter. Brücke vor. Okay, Mädel, jetzt fährst du mal eine Runde. Schön, dass sie auch fahren kann. Oh. Aussteigen. Mist. Na gut, komm. Fahren wir, oder? Mädel? Mädel, komm mit. Kontakt!
Hast Kontakt? Wie? Mädel. Verstanden. Komm mit. Das war knapp. Komm. Ja, verstanden. Nein, du sollst mit mir mitkommen. Naja, gut. Scheiß mir drauf. Hier gibt's schon wieder die nächste Mission zum Abholen. Das ist ein Zermürbungskrieg. Nein. Wollen wir was dagegen unternehmen? Echt super, dass du die Sekte vertrieben hast. Ja. Wenn du mal Zeit hast, könnte ich deine Hilfe brauchen. Okay, bei was? Wir haben hier ein Problem mit einem Monster-Elch. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Wir haben ihn in die Ausläufer des Tals verfolgt. Wir haben einen Trupp losgeschickt, um ihn auszuschalten. Aber der ist verschollen. Er muss erledigt werden, bevor er wieder durchdreht. Aber du musst auf der Hut sein. Das ist ein Ungeheuer. Okay, geil. Ich hatte wahrscheinlich größten Vorrat an Kondomen. Ja, ich komm doch schon, Mädel. Wollte doch noch den Monster-Elch machen. Oh, komm, klein. Wiederbeleben. So, steh auf. Danke für die Hilfe. Ja, jetzt aber mal zu dem Elch schauen. Soll der hier echt sein? Wie weit ist denn das? 2 Kilometer. Mädel, komm jetzt. Hier. Komm mal hierher. Da drüben, da! Wo? Was ist hier los? Mein Onkel hat gesehen, wie die Sekte die Tür von Lorna's Truckstop aufgebrochen hat und sich dann verdrückt. Ich finde, ein paar von uns, die noch bei Kräften sind, sollten mal hingehen. Ja, so viel zu tun. Mal, ob wir den Elch finden. Wow, wow, wow. Kumpel sagt, bei der Kneipe hätte jemand Pflanzen und so gesammelt. Der Typ hat wohl was davon gebrabbelt. Man müsste die eigene Biochemie verändern, um die Sekte zu bekämpfen. Verdammte Junkies. Aha, Kneipe. Leute. So viel zu tun hier. Scheiße. Hier spricht Herschel Minkler. Hier spricht Herschel Minkler. Wir fahren zum Gefängnis. Das bringt nichts.
Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Fahren mal gescheit hier vorbei. Wir müssen jetzt wieder weit im Feindgebiet sein. Wieder Gefangenentransport. Aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschlufenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen. Diese Wichser, warum schießt ja alle auf mich, ihr Dreck. Haben 600 Meter noch. Ein bisschen rumeiern. Wie komme ich darüber? Hast du wohl nicht getroffen, schade. Ich hab Na komm. Hey, bist du das, Rookie? Gott sei Dank. Ja. Hilf uns hier mal. Ich bin hier rum. Ich brauche mehr Überblick. Verletzter, ich brauche einen Sanitäter. Ich glaube, wir haben das geschafft. Mehr Munition. Da hast du uns den Hintern gerettet. Ja. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern. Und hör nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Max auf der Straße! Wow. Wow! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Okay, da hoch. Gut. Ich brauch erstmal Munition. Konnte ich die Waffe wechseln. Seid ihr Wichser? Ah! Wo, wo, wo? Gib mir Deckung, ich geh da rein! Ich geb dir Deckung!
Gib mir eine andere Waffe.